Jo Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch mal Bescheid geben, dass ihr, wenn ihr richtig günstige Spiele sucht, könnt ihr auf jeden Fall mal bei G2A unten in der Beschreibung bei dem Link vorbeischauen. Die sind nämlich mit mir gepartnert und deswegen erstmal Hashtag Werbung dafür. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Halli, hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit mir, dem Tops. Wir sind heute hier mit dem coolsten Hut der ganzen Welt und zwar dem Hut der Weisheit und zwar in Minecraft Apollo, auf der Burg Minecraft Apollo. Heute ist nämlich der Tag der Tage gekommen und zwar die Apollo-Olympischen Spiele oder so. Kann man das so nennen? Die Apollo-Olympischen oder die Olympischen Apollo-Spiele? Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, was ich jetzt mehr oder weniger geplant habe. Und zwar habe ich mehr oder weniger geplant, als Spiele zu machen. Und zwar recht simple Sachen eigentlich, wenn man es so sieht. Und zwar, ne, dachte ich mir so, was gibt es denn so auch bei den normalen Olympischen Spielen? Dachte ich mir so, ja, da gibt es ja die guten Bogenschießer, wisst ihr? Und da dachte ich mir, da könnte ich einfach sozusagen hier dementsprechend mal so ein Bogenschießding machen. Keine Ahnung, wie man das nennt. So ein Schießstand, was weiß ich alles. Und da hinten seht ihr schon, sind Armor-Stands, ne? Armor-Stands mit Köpfen drauf. Und diese, die muss man halt abschießen. Und ihr seht, es sind Julians, Easys und Flo's und meine Köpfe, ne? Und da sieht man hier, wie viele Punkte ein Kopf sozusagen bringt, wenn man den abschießt, ne? Da hat man zum Beispiel 2 Punkte bei Easy, 1 Punkt bei Jürgen, 3 Punkte bei Flo. Wenn man die abpassen, wenn man meinen Kopf abschießt, dann kriegt man einen Minuspunkt. Und ja, das heißt, jeder kriegt sozusagen 10 Pfeile. Der darf sich dann sozusagen an seinem Glück probieren und probieren dann dementsprechend so viele Punkte, wie es nur geht, abzuschießen. Ich meine, es gibt mehr von Flo's sozusagen Punkten, relativ mehr. Also es ist halt so ausbalanciert. Es gibt halt viele, wenn man mich dann halt trifft, also wenn man meinen Kopf dann trifft, kriegt man halt einen Minuspunkt. Ich dachte mir, das kann man machen, das ist auch ganz cool und so weiter. Ist zwar jetzt nicht so extrem wie die ganzen anderen, die anderen haben übertrieben mit dem ganzen Zeug. Aber ihr müsst auch wissen, bei jedem ist die Folge anders, also die Apollo-Olympischen Spiele, ich nenne es einfach Apollo-Olympische Spiele. Da ist es nämlich mehr oder weniger so, dass die, die zeigen zum Beispiel die Rennstrecke, da ist eine Rennstrecke, da ist irgendwie so Spleef und was weiß ich alles. Und zum Schluss wird sozusagen gesagt, ja, wer hat jetzt wie viele Spiele gewonnen und was weiß ich alles. Und dementsprechend ist dann halt schon ganz cool. Und ihr fragt euch, was habe ich denn als zweites geplant? So als zweites, als zweites Spiel. Und zwar, die Jahre der Jahre, Menschen haben sich schon seit Monaten darum gekämpft oder was weiß ich, so. Immer ist dann so die Frage gewesen, wer ist der Bessere? Und zwar, ja, genau, ihr wisst genau, worum es geht, ne? Und zwar, genau, Stein, Schere, Papier. Stein, Schere, Papier auf einer professionellen Ebene sozusagen. Anfang treten sozusagen jeweils zwei Leute gegeneinander an. Und die Gewinner jeweils kämpfen dagegen, dann gegeneinander sozusagen. Und dann sieht man, wer gewonnen hat. Und ja, also ich glaube, das ist halt sehr einfach. Es ist nicht so heftig, wie gesagt. Ich habe mir jetzt auch leider nicht so wirklich viel Mühe dafür gegeben. Das muss ich zugeben. Aber ja, da habe ich mir lieber für die Burg ein bisschen mehr Mühe gegeben, was weiß ich alles, also das habe ich total nämlich verpeilt und verschwitzt und was weiß ich alles. Aber ich würde sagen, dann ja, dann schauen wir mal weiter. Ach ja, Leute, ihr müsst wissen, ich bin echt gespannt, was die anderen so für Minigames haben. Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt und ein bisschen sieht man ja auch von sozusagen von von meiner Burg aus. Hier ist, by the way, das Museum, was immer noch nicht ganz fertig ist. Hier sieht man irgendwie was von Jiren irgendwie. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Hier sieht man auch irgendwie noch so ein Dingensens, ich glaube, irgendwie macht hier einen Dings an einen Bootsgedöns und ja, hier sind schon die anderen. Warte mal, ich mute mich mal kurz. Zu essen, zu essen, nee, ich hab nur Schnitzel. Einer was zu essen, ich bin einfach hungrig. Ich hab nur Schnitzel. Karotten oder sowas, Melonen, komm. Ey, hast du nicht hier einen Spender oder so? Ah, nee, gell? Ja, aber ja. Ich kann dir einen Goldapfel geben, aber du musst mir den wieder zurückgeben, okay? Warte mal kurz, ich muss mal kurz ein bisschen leiser. Hast du dich geschlagen? Seid ihr? Hört auf, hört auf, stopp, stopp, stopp. Okay, Flo, erklär du. Ja. Seid ihr ready? Oh mein Gott, was ist? Ganz ruhig, okay? Also, willkommen hier nach, ich glaube jetzt wie lang? Nach 9 oder 10 Monaten Apollo zu den Olympischen Apollo-Spielen, ja? Apollinarischen Spielen. Jeder von uns hat 2 Minigames aufgebaut und sich rausgesucht, okay? Bei mir ist es ein Pogo-Stick-Wettrennen und ein Totem-Unboxing. Easy, was hast du? Genau, wir machen ein Labyrinth und hier vorne gleich, also dafür sind wir eigentlich direkt am Spawn, hier so ein kleines PvP-Bett. Ah, Hauptsache mit 50 Dollar Eintritt, ja, heute seid ihr mal kostenlos eingeladen, okay? Okay, nicht Spaß. Und Tops, was hast du gebaut? Ich hab, das ist geil, das wollte ich mir nicht wissen, nicht Spaß. Ja, erzähl, Tops. Bogenschießen und Steinschere Papier Olympiade.
Nein. Oh, Steinschere-Papier finde ich richtig cool. Ja, ist ja mega nice. Und Julian? Ich habe so eine Bootbahn, die man da oben vielleicht sieht und so. Und ein Illuminati-Spleef, ja. Also, Spleef hast du? Illuminati-Spleef! Also, ey, da bin ich echt gespannt hier. Also, alle Minigames sind, glaube ich, relativ gleich auf. Also, keiner von euch hat einen Vorteil für irgendwas. Alles relativ random. Ja, also, deswegen bin ich gespannt, okay? Ihr seht hier oben, wenn ich mal oben hingucke auf die Seiten, haben wir seit Folge 1 schon hier. Ich glaube, bei mir sieht man es nicht. Genau. So vier Namen und die sind alle erster Platz mit 0 Punkte. Genau. Ja. Das ist für das Event. Ich weiß nicht, ob ihr es habt. Ihr habt sogar eine Quest auch in Zeitalter 2, wo trete beim Apollo-Event teil oder irgendwie so. Hier. Oh! Jürgen, hör auf! Okay. Genau, Jürgen. Jedenfalls. Ich hab gar nichts dabei. Jedenfalls, genau. Nach allen 8 Minigames kriegt bei jeder quasi der erste Platz bei jedem Minigame kriegt 4 Punkte, der zweite 3, dritte 2 und der letzte Platz 1 Punkt. Okay. Und nach allen 8 Minigames summieren wir die Punkte und schauen, wer der Apollo-Olympische Spiele. Und wir schreiben mich gleich einfach Bonus-Typ ist. Genau. Jeder von uns hat eine andere Folge, ich hab's glaube ich schon gesagt. Das heißt, schaut bei allen 4 vorbei. Jeder nimmt seine eigenen 2 Minigames auf. Bei allen 5 vorbeischauen. Bei mir machen wir nur 2 Minigames hier gerade. Genau, jeder macht seinen eigenen 2. Genau. Perfekt, und ich würde mal sagen, lass mal loslegen. Ja, let's go. Jo, Hose. Ein paar Osen später. Okay, gut, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier mittlerweile, also wir, meine Minigames sind jetzt die letzten. Yeah. Wir haben jetzt schon, wie viele haben wir jetzt gemacht? Die 6 anderen? Ja, genau, 6. Ja, sechs andere. Das sind die letzten 2 Minigames. Schon, und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also checkt auf jeden Fall bei den anderen, die ihre Minigames. Also stehen alle gleich, das heißt, alle, ja, egal. Lass loslegen. Ja, also, auf jeden Fall, damit ich es nochmal den Zuschauern erkläre. Also, ihr seht hier hinten, seht ihr dementsprechend die Armor-Stands mit den Köpfen drauf, ne? Jeder Armor-Stand hat sozusagen, also jeder Kopf hat einen bestimmten Wert. Mein Kopf hat zum Beispiel einen Minuspunkt. Kopf, ein Punkt. Easy Kopf, 2. Floß, 3. Ihr nehmt euch jeder einen von diesen Great... Ihr nehmt euch jeder einen Great-Bogen. 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 Ein Great-Bogen, weil der ist echt gigantisch. Und auf jeden Fall, Flo, kommst du? Lolli ist eine Chess. Achso, das ist fürs Replace. Das ist fürs Nachfüllen. Probst abschießen für minus einen Punkt. Also hier, da vergeudest du einen Schuss mit, ne? Weil ihr habt 10 Schüsse. Das wäre egal. Und ich würde wohl sagen, Ladies first, Jürgen fängt an. Oh, ist natürlich ganz nett von dir. Ich schieße die Karte. Also, Hauptsache ich bringe am meisten Punkte. Hast du gerade dein... Ich habe einen normalen... Was? Warte, Ach so, er hat den normalen noch. Alle normalen Pfeile ablegen. Alle normalen Pfeile weg, weil sonst schießt du nicht die normalen, deswegen. Okay, passt. Leute, hier sieht man sogar die Items. Oh, ich hab Tops. Nein! Achso. Nein, du sollst nicht Tja, Jörn. Das war sehr intelligent von mir. Jörn ist richtig leise, glaube ich. Die schießen ja schräg. Wie groß der Bogen aber ist. Die schießen ja wirklich schräg. Jürgen, komm. Okay. Oh, da ist einer weggegangen. Die schießen halt echt schräg, Tops, diese. Ich hab mir die einfach so genommen. Ja, aber ist doch so witzig, cool. Dann ist es mehr random. Ja, ist cool. Ha, ich hab. Oh, das. Okay, nein, das ist Game. Hast du es gesehen? Ist aber bei Flo abgebrannt. Das ist wie beim Jahrmarkt. Das ist wie beim Jahrmarkt. Jürgen, das ist. Scam. Das ist Scam. Komm, mach jetzt hin, Jürgen. Mach Jürgen. Ja, wow. Jeder hat die gleichen Chancen dann. Ja, schon wieder. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, oder? Das schaut so aus, als würde es sieht nur so aus. Julian, es sieht aus, ob du woanders hittest, aber... Bei Easy wird mir der Hängleiter nicht angezeigt. Bei mir zittert sie einfach mit ihrem Bein in der Luft. Ich habe jetzt irgendwas, ich weiß es nicht. Aber du hast gut bist du? Ja, ich habe es nicht gewusst, dass es schräg geht. Auswertung. Jürgen, geh husch. Du darfst nicht hingehen. Nein, Jürgen. Weil sonst könntest du manipulieren. So, und hier haben wir. Okay. Da ist jetzt als nächstes ist dann Easy dran. Echt jetzt? Ich bin dran. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Okay. Kann ich los? Ah, Jürgen, minus 100. Wo ist die Startlinie? Von wo aus darf ich schießen? Du darfst von hier. Also mach einfach von hier vom Stein aus. Okay, vom Stein aus. Ja. Die wird hier zu rund. Okay, geht's los? Es geht los. Okay. 50-50 schon. Nicht reinlaufen, Jürgen. Oh, ich hätte einmal sich selber. Oh mein Gott. Ich selber bin gut, oder? Ja, du selber. Was war das? Weg da? Oh ja, ich hab halt nicht gewusst, dass es. Hä, es gibt nicht mal viele Flows hier. Ja, es ist ja halt auch. Ja, ist ja klar, weil viele Punkte, weißt du? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab Tops. Easy Road. Oh mein Gott. Wie viele hab ich noch? Ich hab noch einen Pfeil. Bitte keinen Tops.
Warte, wen kann ich da bin dein Hub. Danke. Beweg dich da vorne. Und? Ein Julian noch! Okay. Wie viel habe ich? Mal schauen, wie viel du hast. Das ich bin gespannt. Ist jetzt safe mehr als Julian. So. Ja, bitte nicht hingehen, weil ich da sammel die ganzen Sachen auf. Ist jetzt 16 Punkte, komm, auf das komme ich. Also, einmal ein Tops, viermal Flo, zweimal Easy, einmal Julian. Ja, ich komme auf 16. Also, minus ein Punkt, viermal drei sind 12. Warte, 16, wegen zwei Köpfen Easy, 17. Also 17 minus, also sind 16, okay, gut. So, zack. Also easy, Flo. 16, oh lol, ey. Also, ja, und dann als du. Nächstes ist unsere kleine Florentine dran. Okay, ich bin richtig aufgeregt. Okay, Flo. Okay, auf den Stein. Ja. Welchen Stein? Auf den Kobbelstein. Auf den Kobbelstein. Auf den Stein, los, let's go. Ja. Eine easy. Nicht schlecht. Eine. Einen gar nichts. Hä, was hab ich jetzt? Doch irgendwas hab ich gerade getroffen. Ein Flo hast du! Nein! Daneben, gut gemacht, Flo. Spiel safe, spiel safe, spiel safe. Nein! Oh oh. Mit Zoom. Der Pfeil geht irgendwo hin! Ja, also, es ist irgendwie, ich glaube, es ist irgendwie verbannt. Ein Job. Nein, ich wollte nicht Tops abschießen! Der Pfeil geht genau dahin, wo du hin. Das war ein Julian! Einfach nicht auf Flo. Juli Hahn. Ich bin Flo, da wo ich bin Flo sitze. Okay. Oh, ich weiß wie. Der Pfeil geht. Ich weiß, wie der fliegt. Ja, das hab ich auch. Das ist ja übelst. Das ist ja übelst OP, wenn du weißt, wo der. Oh, jetzt hab ich's raus. Ja, das hab ich noch auch. Noch ja, Flo. Das ist ja übelst OP, wenn du weißt, wie der fliegt. Ja, okay, jetzt weiß ich's. Aber ich wusste am Anfang nicht. Das hab ich auch am Anfang. Okay, was? Bist du fertig? Ja, ja. Okay, gut. Ja, ich werde es nicht holen. Ja. Okay, Job 10 nach. Wir hätten es mit einem normalen Flug machen sollen. Ja, gut, es ist. Ist aber so ich finde es eigentlich witzig, ja. Also ich habe also, drei Flo, ja, ein drei Flo, ein Julian und ein Tops. Ein Julian? Was, ein Julian? Ja, ja, blau in der Mitte. Also ich bin gerade mit dem Henker, der in der Luft deswegen ist. Achso, ja. Also okay. 9 plus, warte mal, 2 plus 1 minus 1. 11 habe ich. Hast du minus 1? Ein Julian, drei Flo, ein Tops, ein Easy. Ach. Okay. Ja, 11 ist richtig. Oh mein Gott, ja, Easy holt, das war schon safe. So, zacki. Aber wie findet ihr das? So dieses, das aber das ist ein Spiel, das kannst du nur einmal real spielen, weil dann weißt du, wie der Bogen funktioniert. Ist eigentlich cool. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, inwiefern ich wohl jetzt es schaffen werde. Ob du bei deinem eigenen Minigame gewinnst. Ja, ob ich mein... Ja, aber das Ding ist halt so, ich habe das extra nicht gemacht, weil ich mir dachte, das wäre halt sonst ein bisschen gedingst. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe meinen Chat gelöscht. Okay, warte, ihr habt aber noch einen Chat, oder? Warte, ich pack's in die Kiste, deine Pfeile. Oh mein Gott, ich habe ihn auch zufällig gelöscht. Müssen wir wohl neu Match machen. Okay, gut, also. Ach Gott. Ich sag drüben an, was du getroffen hast. Ja, ja. Ula. Jürgen, geh weg. Husch. Okay, alles klar, Tops. Okay, nee, Jürgen, geh wirklich weg. Ja, schön Abstand halten, Jürgen. Aber nicht die echte Easy treffen. Nee, au. Gib nein, die keine Punkte. Gib die 200 Punkte. Nein. Komm mal, Tops, mach hin. Okay, gut. Okay. Oh, das war eine Easy. Eine Easy. Die zweite Easy. Oh mein Gott. 4 Punkte. Ich hab Tops mal Easy. Ich zähl Realtime mit. Oh und mein Gott. Hä? Wieder zu tief. Okay, okay. Keine Easy. Oh, ein Flo. 7 Punkte. Ein noch Flo. Ein Flo, nice. 10. 10. Oh mein Gott. Ein noch Flo, 13. 13. Flo. Wie viel hast du noch? Zwei Schuss habe ich noch. 15. Ja, Flo, Tops hat heimlich trainiert. Nein! Ah, yes, Flo, das ist noch 14. Und noch eine Easy, das sind... Okay, warte, jetzt bin ich gespannt, warte mal. Jetzt zählt du mal nach. 16. Ich hab 16 gezählt. Das heißt. Warte, ich mach die mittlere Rechnung, aber das ist so. Bei mir in der Luft hängen geblieben. Ja, nee, das ist mit dem Henker, wenn du mit dem Henker da stehen bleibst. Was? Richtig gut gemacht. 16 Punkte hast du. Lol, okay. Wir sind beide auf dem ersten. Jürgen hat 6, Easy hat 16. Flo hat ja, Tops hat auch 16. Wollen wir jetzt irgendwie das mal ein bisschen, da habe ich nicht dran gedacht. Mit 5 Pfeilen vielleicht nochmal Finale? 5 Pfeile Finale, Easy, was sagst du dazu? Ja, please. 5 Pfeile Finale? Ja, ich glaube, dann müssen wir... Wollen wir mal machen? Okay, gut, dann müssen wir kurz mal diese komischen Pfeile wieder machen. So, okay, da haben wir die ganzen Daumen mal wieder aufgestellt. Und jetzt ist das Finale zwischen mir und Easy. Yeah!
Wir haben beide, sind beide auf 16 Punkte stehen geblieben. Das heißt, ich fange jetzt an, okay, weil ja, die werte Dame es sagt, dann mache ich das auch einfach mal so. Und ich hoffe, dass es jetzt alles gut wird. Könnt ihr bitte mich nicht schlagen? Danke. Das war Manipulation! Ja. Okay. Ein Flo! Okay. Zwei Flo! Oh mein Gott. Drei Flo! Ich glaube, ich habe keine Chance. Ey, was ist, wenn ihr... Drei Flo und eine Easy. Oh, hey, das ist so schwer. Hey, aber fünf Pfeile, oder? Du hast nur drei Flo und ein Easy. Einer ist gefailt? Ja, einen habe ich gefailt. Okay, das ist Easy, hat eine Chance. Also 9, 11 hast du, 11 Punkte. 11 Punkte. Ich nehme $100 auf Easy. $100 auf Easy, okay. Wenn ich dann gewinne, kriege ich das Geld. Na, schön. Okay, danke. Ja, wenn du gewinnst, kriegst du das Geld. Okay, Easy? Ja. Du darfst jetzt schießen. Nein! Oh. Ah, daneben. Oh, was? Du hast gerade Luck gehabt, ne? Ah, nee, das ist... Ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen. Ah, nee, vielleicht doch. Ah. Was treffe ich hier? Nein, jetzt das war's! Das war's? Du hast das. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Was hast du denn getroffen? Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht. Die drei Toms wird getroffen. Ein... Oder? Nee. Zwei Easy, zwei Flo. Und ein gefailed wahrscheinlich. Ein gefailed, ja. Wahrscheinlich gefailed, ja. Okay. Zwei Easy, zwei Flo. Warte, stopp. Mit einem Punkt hast du gewonnen. Mit einem Punkt? Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Das heißt, 10, ich habe diese... Ja. 11 Punkte hast du, Tops? 11 Punkte hatte ich, ja. Das heißt... Er wusste mir nur $100. Ja, genau, wo sind meine $100, Flo? Flo? Okay. Danke. Hast du nicht gesagt, du deinstallierst dir das Spiel, Flo? Ja. okay, jetzt, damit ihr es wisst, jetzt kommt, die älteste und bekannteste Macht, wie sich große Mächte damals schon über Entscheidungen und was weiß ich alles so gemacht haben. Ja, komm, Stein, Schere, Papier. Ey, da bin ich echt gespannt drauf. Also, jeder nimmt sich sozusagen Steine, ein Papier und sozusagen Schere. Nicht alle Schere nehmen! Junge, nicht alles! Julian, warte. 5, 4. Wie man Julian sozusagen erst so Schläge eintrommelt. Man braucht mehrere Scheren, oder nicht? Ja, man braucht mehrere Scheren. Also, nehmt euch einfach, dass jeder drei Scheren hat. Ja, ich nehme mir drei Scheren, genau. Jeder drei Scheren, weil wir machen das nämlich so. Die Leute, die gegeneinander antreten, die schauen in die gegengesetzte Richtung. Das heißt auch nicht mit F5 oder was weiß ich, also die gucken nach vorne. Und dann droppen sie sozusagen das, was sie rausgehauen haben. Die anderen gucken halt zu, die jetzt nicht gegeneinander spielen. Ah, ich weiß. Ja, und dann sieht man nämlich, wer gewonnen hat. Und wenn es ein Unentschieden ist, geht es natürlich weiter, wie bei einem normalen Stein, Schere, Papier. Schere schlägt natürlich Papier, Papier, Stein und Stein natürlich Schere. Und Schere, Hey, schau mal. Ja? Wo? Was? Das ist da hinten, beim Apfelbaum. Achso, er baut mit der Schere gerade den Baum ab. Hier, rechts. Nicht, böse. Achso, das ist sein Gebiet, deswegen. So. Okay, alles klar. Das heißt, wer beginnt? Ich würde sagen, Ladies first, Bruder gegen Bruder, oder? Ja, auf geht's, Jürgen, komm. Los, komm. Das heißt, wir stellen uns jetzt so auf, Rücken auf Rücken. Jürgen, komm her. Jürgen, wenn du nicht gleich da bist, komm ich und schlag dich mit dem Schwert. Oh, ich hab ihn her. Und stell dich Rücken an mich. Rücken. Jürgen, bist du echt komplett dumm? Stell dich hier so in die Mitte. So, okay, ja, genau gut. So. Also. Und wir droppen auf 3, was wir nehmen, okay? Ja. Ey, gibt's hier echt eine Strat? Gibt's eine Game? Jürgen, Schnitzel ist kein valider Gegenstand. Steil hier, aber wir schnitzeln. Okay, okay, also, warte. Sag 3, 2, 1. 3, 2, 1. Beide haben Papier ernsthaft? Okay, ich heb's wieder auf, nochmal. 3, 2, 1. Beide haben Schere getroffen! Okay. 3, 2, 1. Jürgen hat Schere, Flo hat Stein. Ja! Yeah! Ein Win an Flo. Okay. Nächst. Nochmal? Ja, nochmal. Also zwei von drei. Achso, best of three? Ja. Okay. 3, 2, 1. Schere, beide schon wieder. Ey, das ist richtig krass, okay. Okay. Aber bitte gleichzeitig beim nächsten Mal, wenn, okay. 3, 2, 1, los. Beide Stein. Ich hab's gesehen, go jetzt. Okay, 3, 2, 1. Flo hat Schere, Jürgen hat Papier.
Ja, 2-2. Flo gewinnt. Flo stellt sich sozusagen Dings an. Okay. Ich dachte nämlich, weil jetzt hatten wir alle anderen durch, dass Julian Papier nimmt, damit er alle drei hat. Doch. Dann. Ja. Achso, nee. Oder? Nein. Jetzt erstmal ich gegen Easy gegen mich. Also so. Achso, okay. Ja, dann muss Flo. Und dann jetzt Gewinner gegen Gewinner und Flieger gegen Flieger, oder? Ja. Aber wir haben so sehr hier hinstellen. So hier hinstellen und nicht F5 drücken. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, Julian sagt das, was Julian sagt, Easy und ich sag Tobs. Ich bin der Moderator. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Beide Steine, beide Steine. Okay. Beide Steine. Beide Steine. Das machen und ein bisschen abwarten, okay? Okay, mein Steine, mein Stein ist weg. Tops, hast du meinen Stein aufgesammelt? Nö. Hey, nimm dir doch ganz viele. Ich nehm einfach neun. Ja, nimm dir einfach viele. Okay, gut. Alles klar, dann 3, 2, 1 und los. Schere und Stein. Ja! Eine Runde geht an mich. Einmal Schere, Easy. Okay, 1-0 für Tops. Okay, gut. Dann nochmal. Jürgen, du mach Hand. 3, 2, 1, go! Oh, also. Also. Tobs eine Schere und Papier. Schere! Das heißt, okay, das heißt, ich bin weiter. Flo ist jetzt. Ich mach gegen Flo. Das heißt, Jürgen gegen Easy. Yes. Einmal bitte antreten. So, ja? Jetzt wir beide, okay. Wir beide gegeneinander, ja. Okay. Okay, Jürgen. Ja, Jürgen, bitte anstellen. Können wir anfangen? Ja, also die Damen, macht euch bereit. Ja. 3, 2, 1, los! Oh, beide Schere! Beide Schere! Oh, ich bin Freehead. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Jürgen Schere, Jürgen hat Easy Stern. Ja. Oh, nice. Ein Punkt an Easy. Okay, ich weiß jetzt, wie ich aufhöre. Okay. Okay. Hast du schon die Okay, warte. 3. Jetzt mach ich, warte. 3, 2, 1. Oh, Jürgen Stein, Easy Stern. Jürgen hat einen Punkt. Ja, Jürgen hat einen Punkt. Okay. Jetzt gewinnt das Ganze. Also wird der dritte Platz sozusagen. Ja, genau. Okay, 3. 2. 1. Und der Gewinner ist... Julian! Julian ist dritter Platz, Easy ist vierter. Damit haben wir jetzt den finalen Kampf zwischen mir und Florentina. Uiuiuiui, okay, Flo, okay. Ich glaube, es sind noch bei den anderen Minigames ultra dicht, Tubs. Also ich glaube, das entscheidet jetzt alles. Ich glaube, das entscheidet jetzt wirklich vieles. Okay. Okay. Easy, würdest du oder ja, okay, dann. Achso, was soll ich, wen soll ich ansagen? Aber macht spannend, Ich sag dich an. Okay, ja, okay. Okay, du sagst, okay, ich sag 3, 2, 1, nachher sagst du Tubs und ich Blocke. Okay, 3, okay, mach 3, 2, 1, go! Schere! Oh! Nein! Tops hat gewonnen! Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich. Okay. 3, 2, 4, 1, go! Was? Papier. Beide Papier. Oh, Papier. Alter, ich bin jetzt mal gespannt! Tja, Flo, ich mach dich in den. Ich stampf dich in den Boden. 3, 15, 1, go! Dein! Oh, Flo hat gewonnen! Was? Okay, 1, 2, 1. Ich wusste, dass Tobs jetzt nicht nochmal irgendwie. Ah. Ich wusste, er nimmt Stein, weil er glaubt, irgendwie Stein. Okay. Okay. 3, 2, 10, 1, go! Stein? Gewonnen! Ja! Nein! Aber ich bin zweiter Platz, da bin ich eigentlich relativ happy. Aber ich weiß nicht, wer gesamt gewonnen hat. Legit, es könnte immer noch in jede alle Richtungen gehen. Okay, Leute, das wird jetzt mehr oder weniger ausgerechnet. Wer jetzt gewonnen hat, die Apollo-Olympischen Spiele, und das sehen wir dann gleich. Und da wären wir, die Auflösung, ja? Wir haben jetzt 8 Minigames gespielt, 2 auf jedem Kanal hier, und es war super witzig, muss ich sagen, ja. Es war mega also, cool. Papier! Papier, Junge. Also wir haben bei mir eine Rennen gemacht mit Pokésticks über die ganze Map und ein Totem-Unboxing. Mega nice. Bei Easy war es, glaube ich, ein Arena-PvP. Und was noch? Ein Labyrinth. Wo ist denn Easy? Die haben wir nicht gesehen. Nice. Genau. Und das riesige Labyrinth mit Monstern und alles drum und dran. In Teams war das, glaube ich, sogar. Ey, wo Flo, wo bist du hin? Ja. Ich flieg gerade zu deinem Labyrinth kurz. Ich habe es kurz gezeigt. Genau. Dann waren wir bei Julian, glaube ich, hier oben mit dem Bootrennen. Da ist eine Fliege! Warte, wenn ich hier kurz hochfliege. Ja, das bin ich gerade. Wir sind das Bootrennen gemacht beim Illuminati Tower. Das haben ich gewonnen, das gespielt? Bootrennen. Ja, ich hab ein Rennen gewonnen. Ich hab auch gut gebotet. Genau. Also wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal alles durch. Jo. Und bei Tobs waren wir hier oben auf seinem Berg und haben dort ein Bogenfettschießen gemacht, so Zielschießen und Schere-Stein-Papier. Ja. Reloaded, also Schere-Stein-Papier reloaded. Also checkt alles bei jedem ab. Ich fand alles so witzig. Ich hatte noch nie so viel Spaß hier bei irgendeinem Minigame mit euch. Aber jedenfalls, kommt her. Wir haben am Spawn hier aufgebaut. Okay. Aua, genau. Tops.
Hallo. Ey, genau, komm mal alle her. Ja, ach so, hab ich aufgebaut grad unsere Sitze. Ich hab den coolsten Sitz, weil ich cool bin. So. Easy, kannst du bitte von meinem Sitz aufsteigen? Wir sind doch beide Jungs. Jawohl, da ist ein Pinker. Ja, dann setz dich doch ins Boot hier. Okay, warte, danke. Wo ist es hin? Danke. Okay, ich Alter, ich hab so viele Pfeile in meinem Kopf. Alles klar. Also, ich werd gewinnen, ich weiß es ganz genau. Genau, also wir haben gespielt, wie gesagt. Als erstes, glaube ich, waren wir bei Easy, da haben wir PvP gespielt. Wer hat da gewonnen? Wisst ihr das noch? Du, ne? Ich, genau, ja, alles klar. wer hat das Labyrinth gewonnen? Das habe ich gewonnen! Julian und Easy, genau. Also genau. Da habe ich leider verloren. Was wird dann gemacht? Dann kam das Pogo-Stick-Rennen, gell? Yo, ja, da habe ich natürlich ganz knapp den Sieg geholt und Easy, naja. Aber es bleibt in der Familie. Ich glaube, Easy hat die du hast dich ganz knapp auf, darüber zu reden, das ist eine Schande. Okay, dann waren wir bei Julian. Das Pogo-Rennen hat Easy gewonnen, ja? Ja, das habe ich gewonnen. Genau. Und Spleef, wer hat Spleef geholt? Ich hab's geholt. Julian. Also es war so ein knappes Rennen, Leute, es ist ultra krass gewesen. Und dann bei Tops, ja. Was war bei dir? Bei mir war generell Bogenschießen, wer hat das gewonnen, Tops, gell? Aber ich war Zweite. Ja, genau. Aber knapp. Also wirklich, bei Easy war es richtig Finale sogar knapp. Das war ein Punkt. Und Sheriff Nummer 4 hab ich geholt, aber Junge, ich hab noch nicht so geschwitzt bei irgendwas. Du guckst dich an. Ja, natürlich. Okay, aber die Spannung steigt. Jetzt genau. Gibt's eine Werbepause. Alles klar, hier. Der vierte Platz war Easy mit 17 Punkten. Nein, ich bin Vierte. Oh. Also sag mal, es gab 4 Punkte für Platz 1, 3 für Platz 2, 2 für Platz 3 und 1 für Platz 4, okay? Genau. Okay. Okay. Ich bin aber jetzt, okay, jetzt, wer, ich muss sagen, okay, Easy, es war ein Abstand zwischen Easy und den anderen drei. Nein, okay, wirklich? Okay. Ja, aber legit, das war jetzt ein Ultra-Kopf-an-Kopf rein. Den zweiten Platz in Minecraft Apollo Olympische Spiele hat... Den dritten meinst du? Julia, den dritten. Mit 20 den Punkten, dritten. Okay? Ja, den dritten okay. Platz, ja. Also richtig ja, nice. Geil. Ich weiß, es gibt nicht mal eine Belohnung oder so, ja. Der Belohnung ist, dass man hier... Ich hab $100 gewonnen, weil Flo auf Easy gewettet hat. Ja, denkst du, ein bisschen gewettet. Leute, wenn ihr wollt, vielleicht mache ich demnächst noch ein paar von den Minigames kaum mit Hades oder mit ein paar anderen Göttern. Könnt ihr auch machen. Meine Strecke ist frei zugänglich für euch. Ohne $50 Eintritt. Ey! Okay, aber Leute, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgeht. Ja, ne? Unterschätzt mich. Okay, warte, kurz bevor. Easy, wer denkst du? Easy, wer denkst du? Wollt ihr wetten? Ich wette, ich weiß nicht. Ich glaube, Tops gewinnt. Ja. Nein, ich hab keine $100. Ich wette 50. Ich hab keine 100. Okay, 50, dann wetten sie halt. Ich bin auch nicht hier gerade. Okay, Juli, wer sagst du? 150. Okay. Ich werde 50 auf okay, das heißt, ja genau, okay, den Einsatz müsst ihr dann geben, wenn ihr verliert. Okay. Ich bin gespannt, ja? Also okay, ich weiß schon, was ihr geben sollt. Los, Flo, mach's nicht so spannend, sonst und der Gewinner von Minecraft von dem Event ist ich, ganz knapp! Nein! Aber legit, Tops, Scherstein-Papier war die Entscheidung, ja? Das war legit die Entscheidung. Hätte ich das gewonnen, Alter. Leute, weil Scherstein-Papier waren Tops nicht bei dem Finale und es war wirklich, es war ultra schwitzig. Aber legit, Tops, lucky auf jeden Fall, Tops, GG, ja, du hast best für dich, ich dachte, verkackst euch bei allem. Nee, Alter, ich bin eigentlich ein absoluter Profi. Julian war erstaunlich gut, Easy war in manchen Sachen sehr gut und in manchen sehr schlecht. Also. Easy ist eher bei diesem ganzen PvP-Zeug ganz gut. Ja, Easy aber ist bei nie mittelgut, die ist entweder sehr gut oder sehr schlecht. Und ich sage, die ganzen Minigames könnt ihr alle noch ausprobieren, mein Wettrennen ist doch offen für freie Kunde. Hauptsächlich die Putin gewonnen. Easy, bist du eigentlich so... Also ja. Easy, ich muss sagen, du bist eigentlich immer so der PvP-Typ, ne? So, ja, ich kann nicht mit Dings. Bei dem ja, aber was ich auch noch sagen muss, was wollte ich jetzt sagen? Genau, lasst alle ein Like da für diese super lange, ultra geile Folge. Wollen wir nach Hause fahren, weil ich... Ja. Ihr könnt... Oh. Was? Was? Ich bin gestorben! Ich bin wieder bei der komischen Labyrinth. Hä? Ah, alles klar. Labyrinth, warte mal. Warte, was? Erebus? Freiheit? Freiheit gerecht? Nein, ich weiß, was das ist. Oh oh. Oh oh. Wer ist Erebus? Erebus war einer der Urgötter. Der böse Urgott. Der ich ihn gefangen. Wieso das denn? Ich sollte gefangen.